Neben mir sitzt jetzt die stellvertretende Ministerpräsidentin und Wirtschaftsministerin von Nordrhein-Westfalen. Hallo Mona Neubauer, herzlich willkommen. Hallo, guten Tag. Hi. Wir dürfen uns wieder die Hand geben. Ja, aber hier schön nach vorne gucken. Um Gottes Willen. Schön, dass Sie da sind im härtesten und schärfsten Investigativmagazin von Arnsberg. Erzählt man sich, ja, ja. Sagt man so. In Arnsberg gibt es eigentlich nur das Thema. Echt, Wahnsinn. Mona Neubauer. Was sind eigentlich so die drei wichtigsten Themen im Moment, die die Wirtschaftsministerin von NRW, diesem wichtigen Land in Deutschland, so am meisten fordern? Also wir zeichnen ja auf, jetzt im August 2023, da ist das Top-Thema. Ach, das ist nicht live? Wenn es live ist, dann hallo Mama. Die würde das gucken, die ist sehr interessiert, was ihre Tochter so treibt. So, also... Das wichtigste Thema ist einfach gerade Energieversorgungssicherheit herzustellen auf Basis von Erneuerbaren. Deswegen arbeiten wir wahnsinnig konzentriert daran, die Flächen auszuweisen, dass Windenergie, dass Photovoltaik Platz finden kann, damit unsere mittelständische Wirtschaft, unsere Industrie so viel wie möglich selbst produziert und kostengünstig Energie in Zukunft haben kann. Für den Übergang braucht es dafür, und das ist das zweitwichtigste Thema, einen Industriestrompreis. Den wollen wir haben als Land Nordrhein-Westfalen, den will der Bundeswirtschaftsminister haben. Der ist aber noch nicht im Bund geeint, aber ich bin ja viel unterwegs, auch in den Unternehmen. Das ist einfach die Frage von Energiekosten, gerade für die, die im internationalen Wettbewerb stehen. Brauchen wir da quasi was für den Übergang, bis wir die grüne Energie haben, die dann ja kostengünstig sein wird. Und das dritte Thema, an dem wir wirklich konzentriert arbeiten, und zwar wirklich zusammen, Arbeitsministerium, Schulministerium, Integrationsministerium, ist das Thema Arbeits- und Fachkräftemangel, weil das ein Riesenthema ist. Sie sind ja die erste grüne Wirtschaftsministerin in NRW. Ne? Und Sie kommen eigentlich von der Ausbildung her, sind Sie studiert Diplompädagogin. Macht es Ihnen Spaß, wenn Sie unterschätzt werden? Ja, das ist ja, wenn ich das so sagen darf, als Frau in der Politik keine neue Erfahrung. Da ist es eigentlich relativ egal, was man für eine Ausbildung hat oder für eine akademische Ausbildung mitbringt, dass man erstmal, ja, und das nehmen die Frauen ja auch an, dass die im Großteil so arbeiten wie, okay, wir zeigen jetzt erstmal, wir können es mindestens genauso gut wie ihr, Männer. Und deswegen glaube ich, das ist nichts, was neu ist. Na, ich bin ja vorher schon jahrzehntelang berufstätig gewesen in der freien Wirtschaft und so. Und ich habe angefangen in der Energiewirtschaft und da war ich irgendwie so Mitte, Ende 20. Ne? Okay. Und ich habe damals für ein Energieunternehmen gearbeitet, die sozusagen Ökostrom vermarktet haben. Und dann habe ich mich Anfang der 2000er wiedergefunden in Runden mit so gesettelten Männern, die da die Energiewirtschaft und wie man sie halt so macht. Alte weiße Männer? Ja, nee, also ich will das gar nicht so, ich will gar nicht sagen alte weiße Männer, ich will nur sagen, irgendwie sehr sozusagen so wie wir machen, ist richtig, und dieses gespinderte Zeug mit diesen Erneuerbaren und dann auch noch eine Frau und so. Und von daher war das eine gute Schule, durch die ich direkt zu Beginn gegangen bin. Was hilft Ihnen jetzt? Ja, total, natürlich, weil das, ich sag mal, man kann damit dann ja so oder so umgehen, und für mich ist, glaube ich, ich finde es toll, Wirtschaftsministerin zu sein, weil ich eine viel größere Klaviatur einfach ja nutzen kann. Ne? Ich kann knallhart, ich kann Anmut so, und wenn man das vor allem immer geprägt von Respekt einsetzt, dann glaube ich, kann man auch was erreichen, und dann kommt man auch schnell weg von so einem Punkt, wo es um den, wer hat jetzt welche Statusdinge irgendwie, und dann diskutiert man darüber oder bewegt sich irgendwie in so Pavianhügel, Stellvertreterdiskussionen, sondern es geht wirklich darum, was müssen wir beide leisten, dass wir in der Sache eine Lösung finden. Ja, und zu leisten gibt es ja eine ganze Menge. Sie haben ja eben die drei großen Baustellen gesagt, die wichtigsten vielleicht. Wenn ich mich so an früher erinnere, da mussten die Wirtschaftsministerinnen, die mussten vor allen Dingen optimistisch gucken. Die mussten Bänder durchschneiden und die mussten ab und zu mal eine Ministererlaubnis ausstellen. Wenn man das damit vergleicht, haben Sie doch jetzt wirklich Managementaufgaben zu lösen, die auch so wichtig sind für unsere Gesellschaft. Ich glaube, vor allem ist der besondere Reiz, den gerade eine grüne Wirtschaftsministerin in diesen Zeiten ausleben kann, und ich versuche das, dass ich das, was wir in der Koalition hier in Nordrhein-Westfalen ja als Idee, quasi als politische Idee und Antrieb haben, dass wir quasi
quasi aus zwei unterschiedlichen Lagern. Ne? CDU und Grüne sagt man ja jetzt mal politikwissenschaftlich unterschiedliche Lager. So. Mhm. Dass wir sagen, okay, wir geben uns für diese Projekte, die wir aufgeschrieben haben, über diese Lager reichen wir uns die Hand und versuchen stellvertretend für eine Gesellschaft in Nordrhein-Westfalen mal nicht zu sagen, ja stimmt, da gibt es echt ein Problem, puh, wissen wir jetzt auch nicht, sondern zu sagen, das wird auch unangenehm für die einen wie für die anderen und in unterschiedlichen Ausprägungen und an unterschiedlichen Stellen. Aber wir trauen uns das selber zu, das stellvertretend für die Menschen in NRW zu machen. Und das tun das, Sie, wenn ich sagen darf, im Vergleich zu der Ampel in Berlin, machen Sie das ja in der NRW ganz besonders geräuscharm. Ne? Liegt das eigentlich daran, dass Henrik Wüst immer Ihrer Meinung ist? Oder können Sie beide einfach super dicht halten? Ich glaube, wenn der immer meiner Meinung wäre, dann hätte ich ein bisschen Angst. Wäre es ja auch falsch. Ne? Ist er wirklich so nett, wie alle immer sagen? Nehmen Sie mit, hier ins Interview stellen Sie selber fest, das ist ein... Meinen Sie, er würde kommen? Ich kann auf alle Fälle, wir sind noch nicht am Ende. Aber wir sind noch nicht am Ende. Bilanz dieses Interviews können wir dann sagen, würde ich sagen, das ist ganz nett hier rumzufahren. Ich lege mal ein gutes Wort dafür. Also okay. Was ich sagen will ist, Henrik Wüst ist ein total umgänglicher Typ, der mag die Menschen, der hat eine Meinung, der ist aber eben auch in der Lage, nicht zu sagen, so das ist meine Meinung und Punkt, sondern der ist in der Lage, auch das Gegenargument zu hören und sich von guten Argumenten auch überzeugen zu lassen. Und wenn das jetzt weiter so gut läuft, ne, also dieses Geräuscharme, dann ist er doch eigentlich, hat er doch eine Visitenkarte für 2025 für den Bund abgegeben. Sagen wir mal, er wird Kanzlerkandidat. Mit welchem Satz würden Sie Friedrich Merz dann trösten? Armer schwarzer Kater? Das ist ja noch lange hin, ne, bis 2025. Ja, so viel ist auch nicht mehr. Naja doch, das sind noch anderthalb Jahre. Sie meinen, da kann viel passieren? Ich würde sagen, da kann richtig viel passieren. Und ich wäre jetzt auch nicht prädestiniert, die erste Trostspenderin für Friedrich Merz zu sein. Aber apropos Mona Neubauer, ich meine, wenn es so käme, dann gehen Sie dann eigentlich mit Henrik Wüst nach Berlin oder machen Sie hier mit Paul Ziemiak weiter? Sie haben doch bestimmt schon einen Plan. Ich habe einen konkreten Plan, aber der konkrete Plan hat was mit Nordrhein-Westfalen zu tun, mit dem, was ich jetzt wirklich mit dem mit großem Respekt vor dem, was mir da an Verantwortung auch übertragen ist, mit großer Freude und auch als ein empfundenes Privileg, dass ich das machen darf. Ja. Das ist das, womit ich mich beschäftige, mich wenig mit den Personalproblemen der CDU. Ja, aber Sie könnten ja tatsächlich die erste Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen werden, weil ich persönlich finde dieses stellvertretend irgendwie demütigend. Finden Sie? Hm. Die Frage hat tatsächlich einen sehr ernsten Hintergrund, denn wir haben ja auf Bundesebene das Problem oder wir haben die Situation, will ich mal wertfrei sagen, dass die AfD inzwischen die zweitstärkste Partei ist. Und da möchte ich einfach mal in den Raum stellen, kann es sein, dass das wirklich unmittelbar eine Folge ist von Political Correctness, von Cancel Culture, von der Angst der Leute nicht mehr offen sagen zu können, was sie bewegt, vor lauter Sorge, dass jemand mit der rechten Keule kommt und ihn auf die Finger haut. Ich empfinde das so. Wenn ich durchs Land reise, höre ich immer wieder, darf man ja heute nicht mehr sagen. Und dann ist es doch nicht verwunderlich, wenn die Leute eine Partei wählen, die ständig Tabus bricht. Und das, obwohl sie Personal hat, das wirklich zum Fremdschämen ist. Ich würde mal sagen, nicht nur zum Fremdschämen, sondern wenn man sich jetzt anguckt, was haben die auf der Liste für die Europawahl dafür Personen ins Rennen geschickt und sich nur die Reden teilweise anhört. Da sind Aussagen drin, die geschickt formuliert sind, aber eigentlich strafrechtlich verfolgt werden müssen, weil sie nicht auf dem Boden unseres Grundgesetzes basieren. Nichts einfacher, als gerade einfach mit in den Chor einzustimmen, die Grünen XYZ. So, das ist ja, ich kenne nicht, dass die Grünen an irgendeiner Stelle sagen, es gibt verpflichtend für XY Einschränkungen in Sprache, es gibt ein Verbot von Konsum für Fleisch. So. Das ist ja einfach, das ist eine Behauptung. So. Und dass wir sozusagen faktenbefreit behaupten mit wahnsinnig viel Gesinnung, aber wenig Argument, das macht es schwierig, den guten demokratischen Streit, den wir vorher gesagt haben,
der ist eigentlich gut. Also es ist super, wenn man sich in der Sache hart fetzen kann. Mhm. Weil es ja auch tatsächlich sein kann, okay, das ist ein gutes Argument, das verändert meine Perspektive darauf. Also man kann zu besseren Entscheidungen kommen, wenn man in der Sache hart streitet. Nur das, was diese AfD, diese ja, Rechtsstaat zersetzen wollende Partei betreibt, ist genau das. Unsere Grundfeste einer freien Demokratie, unserer Rechtsstaatlichkeit, unserer Pressefreiheit, der Meinungsfreiheit, der Gleichberechtigung der Geschlechter, all das wird ja angegriffen. Wird angegriffen. Das, womit man viele Menschen überzeugen kann, ist ein ganz pragmatisches Argument. Nämlich, sollte die AfD plötzlich in die Regierungsverantwortung kommen, dann wird ja von jetzt auf gleich wird Personal gebraucht. 15.000, 20.000 Menschen. Die hat die überhaupt nicht. Oder die, die sie haben, die möchten sie wirklich nicht auf irgendeinem öffentlichen Amt sehen. Ne? Und das Argument, das stelle ich immer fest, das verfängt eigentlich. Ne? Ich habe noch eine Frage zu Ihrer eigenen Partei. Ja. Eine Wirtschaftsministerin muss ja eigentlich immer realistisch sein und im Pragmatismus walten lassen. Das ist ja vielleicht nicht etwas, was den Grünen immer gut gefällt an der Basis. Wie halten Sie echt die Reihen da geschlossen? Naja, erstmal ist es für hier in Nordrhein-Westfalen wirklich eine tolle Ausgangslage, die wir als Grüne haben, weil wir alle Regierungsmitglieder, die Partei und Fraktionsspitze in sehr, sehr guten und engen nicht nur Austausch haben, sondern quasi wir alle in dieselbe Richtung marschieren, am selben Strick sozusagen ziehen. Okay. Das hilft natürlich, wenn die Führungsebene geschlossen agiert, dann hilft das total, weil am Ende wir ja auch Orientierung geben über das, wie wir uns verhalten. So. Wobei ich finde, also dass gerade eine Partei, die Grünen, sagt so, da müssen wir mal drüber diskutieren, ist jetzt keine Beschädigung an zum Beispiel mir als Ministerin, sondern wir haben es ja gerade davon gehabt, so ne, irgendwie Streit ist an sich was Gutes. So. Und dass jetzt gerade eine grüne Partei sagt so, Moment mal, darüber würden wir diskutieren müssen. So, ne? Mhm. Und wir müssen die Argumente dazu austauschen. So, das ist ja nichts, was schlecht ist, sondern das zeigt ja einfach, gerade die grünen Mitglieder sagen so, ja, pf, keine Ahnung, ist jetzt halt irgendwie Regierungsverantwortung, mal gucken, was da so läuft, sondern die wollen ja sozusagen auch den Teil mitmachen, so, die wollen ja auch mitgestalten, die wollen es ja erklären können, weil die werden ja hart gesprochen. Eben, genau, das sind ja die, die dann auf der Straße sich mit den Konflikten eben befassen müssen. Und deswegen ist das, finde ich, ist das aller Ehren wert, eine selbstbewusste Partei zu haben. Ich erlebe die, weil die ja, das ist ja nicht irgendwie ein in sich geschlossener Kosmos, der im Regierungsbezirk Bündnis 90 Die Grünen lebt, sondern das sind ja Menschen aus der Mitte der Gesellschaft in Nordrhein-Westfalen. Ne? Das heißt, die sind ja nicht bescheuert und leben irgendwie in einer Parallelwelt, sondern das ist wahnsinnig wertvoll, dass die eben auch sagen, hör mal Mona, was du da vorhast, ne? Ich habe doch mal mit unseren Handwerksbetrieben geredet. Die sagen mir übrigens, es wäre klüger, das so zu machen. Mona Neubauer, wir sind am Ende und die werden gleich drängeln hier. Am Ende dieser Unterhaltung. Dieser Unterhaltung. Wir haben aber noch eine Challenge. Okay. Sie können die auch ablehnen. Ich soll jetzt fahren? Auf keinen Fall. Es ist Elektro, oder? Ja, klar, wir fahren nur elektrisch. Ja. Sie können die auch ablehnen, aber wenn Sie sie annehmen, dann müssen Sie sie auch durchziehen. Also das heißt, ich weiß nicht vorher, ob ich... Ach, guck, guck mal, Sie. So, okay. Das hier ist ein Klassenzimmer. Hä? Ach, guck. So, ich nehme mal hier die Kamera. Ja. Das ist ein Klassenzimmer. Das sind mir ja bekannte Personen hier. Hallöchen. Gut getroffen. Die sind alle bekannt, oder? Alle so, bekannt. Und jetzt ist meine Frage an Sie. Also ich mach's mal vor. Das hier ist der Bestimmer, würde ich sagen, ne? Das ist Hendrik Wüst. Das genau. Ist wahr. Den machen wir mal hier hin. Achtung. Oh. Okay. Jetzt ist meine Frage an Sie. Mhm. Wer sitzt denn in der ersten Reihe? Sie wissen schon, das sind die, die immer früher so aufgezeigt haben in der Schule. Also ich nehme die Challenge an. Die Idee wäre jetzt zu sagen, es ist ein Klassenzimmer und wir sollen jetzt so eine Klassensituation. Genau. Ne?
Also, Sie wissen ja, ich bin bei den Grünen und bei uns gibt es keinen Frontalunterricht mehr. So, ich sehe Dorothee Feller, unsere ganz wunderbare Bildungsministerin, die würde sich freuen, wenn ich sage, so soll das in Nordrhein gefragt. Das hat Margarita Kemper gebastelt. War, oh Gott, das war das fliegende Klassenzimmer. Ich schneide mich mal ab, wir stehen ja. Die so, Grünen. Jetzt machen wir mal schnell. Die Grünen sind einfach, abgestürzt. Nee, das ist ja die Koalition und nicht die Grünen, sondern also das fliegende Klassenzimmer. Ich würde das wie folgt machen. Hendrik Wüst ist ein Ministerpräsident, der nicht vorne sitzt und Ansagen macht. Deswegen sitzen wir alle zusammen. Ich crash gerade das Konzept, weil Sie hätten gerne so. Das ist kein Problem. Und dann zeigt mir Mona Neubauer, was sie als Politikerin so drauf hat. Keine einzige Frage hat sie mir beantwortet. Wie zum Beispiel, wer im Kabinett immer stört, wer seine Hausaufgaben nie hat und wer der Klassenclown ist. Naja, es war wohl nur eine Frage der Zeit, dass ich irgendwo und irgendwann meine Meisterin finde. Wenn man das so sagen will, der im besten Sinne, würde ich mal sagen, sind Hendrik Wüst als Ministerpräsident und ich als stellvertretende Ministerpräsidentin und damit ja protokollarisch die Höchsten des Kabinetts, sind wir aber primus und prima inter pares. So ist unser Selbstverständnis. Es gibt nicht irgendwie ein Gefälle, sondern wir coachen uns jeweils nach dem, was es gerade zu klären gibt, gegenseitig. Okay. Ich will noch, und wenn Sie auf die einsame Insel fahren müssten, wen würden Sie uns mitnehmen? Alle. Alle? Klar. Dann ist die Insel nicht mehr lange einsam, fürchte ich. Ja, aber ich sag mal so, dass man dann gesellig zusammen ist oder gerade die Kraft des gesamten Kabinetts nutzen kann, um von einer einsamen Insel trotzdem was Gutes für die Menschen in NRW zu machen und aber auch sagen kann, auch wenn ich mal keinen Bock auf die habe, dann gehe ich mal irgendwie an die andere Ecke oder dann nehme ich dann nur, weiß ich nicht, wen mit. Genau, also wir sind nicht frontal miteinander, wir sind, man darf das so sagen, glaube ich, wir haben verstanden, wie Teamarbeit funktioniert und jeder in der Klarheit seiner Verantwortung und Rolle macht Spaß. Okay, Challenge bestanden. Danke, dass Sie da waren. Danke, dass ich da sein durfte. Tschüss und bis bald. Dann geht's schöne jetzt Grüße an die Kollegen. Ich lasse das Klassenzimmer wieder fliegen.